Im Gasthof Maxen bieten wir im Winter immer eine Holundersuppe an. Sehr köstlich, sehr heiß, wunderbar, aber man muss jetzt den Holunder pflücken, damit wir im Winter eine Suppe kochen können. So, jetzt der Holunder durch Sieb. Waschen, richtig durchwaschen gründlich und dann ab in den Topf. Mit Wasser bedecken, ja, aber nur knapp und dann einfach auf die Flamme. Er muss kochen, richtig auskochen, wie man einen Saft auskocht oder eine Marmelade kocht. Also mit Strunk und Stiel kann das alles rein in den Topf und richtig gründlich durchkochen. Mehr, am besten 2 Stunden. Und es soll ein Saft entstehen, der auch Geschmack bekommt. Der Holunder hat jetzt gekocht. Man sieht auch am Rand, ne, er ist leicht eingekocht. Ja, es ist also eine richtig gute Brühe übrig geblieben oder ein Saft. Und man nimmt so eine Kelle. Drückt einfach mal überall durch und dann so Stück für Stück kippen wir den durch Sieb. So. Dann ruhig nochmal nachdrücken, dass wir auch wirklich die Beeren ausgequetscht bekommen, damit gerade die Stärke, also die Saftstärke aus den Beeren herausbekommen und richtig rein in den Saft. So, mit dem Rest kann man leider nichts mehr anfangen. Vielleicht gibt es mal einen schlauen Menschen, der dort Schnaps brennt oder irgendwas anderes. Aber wir haben wunderschönen, herrlichen Holundersaft. Ich friere jetzt den Holundersaft ein, damit wir im November eine schöne Suppe daraus machen können. Für Sie empfehle ich, portionieren Sie sich den Saft, frieren Sie ihn ebenfalls ein und dann können Sie immer so, wie er benötigt wird, dem Frost entnehmen und Suppe kochen. Wir sehen uns wieder im November. Bis dahin eine gute Zeit und bis im Winter. Hallo, da sind wir wieder. Es ist nasskalte Jahreszeit und die beste Zeit für unsere Holundersuppe, die wir im Herbst, zeitigen Herbst, späten Sommer angefangen haben. Diese Holundersuppe ist für uns typisch. Ist ein altes Rezept, haben wir noch von langer Zeit übernommen. Kann jeder ein bisschen variieren, wie er gerne möchte. Wie Sie sehen, es ist tatsächlich nur der Saft, den wir aus den Früchten gewonnen haben. Über eine Zeit lang eingefroren. Wir haben den also im großen Plastikbehälter getan. Sie können den zu Hause in Tüten abfüllen, wenn es abgekühlt ist, und einfrieren. Das ist alles kein Problem. Nur Glasflaschen sollten Sie nicht nehmen, weil da ist die Gefahr des Platzens ziemlich hoch. Sie können auch Holundersaft im Laden kaufen und Sie aus diesem Holundersaft eine Suppe zaubern. Achten Sie ein bisschen darauf, was auf den Zutaten steht in der Flasche. Nicht, dass da noch mehr drin ist. Möglichst wenig Zucker, möglichst wirklich rein Natursaft. Gibt es aber wirklich zu kaufen, auch als Konzentrat, muss man ein bisschen strecken, mit Apfelsaft zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass Sie auch zu Hause, ohne durch die Landschaft zu jagen, sich so eine Suppe kochen können. Ja, unsere Holundersuppe kocht. Das ist Zeit für unsere Stärke-Wassermischung. Langsam einrühren. Erstmal ein Teil, nochmal kurz aufkochen lassen. Je nachdem, wie Sie die Suppe haben wollen, etwas dicker, etwas dünner. Dann muss ich noch ein bisschen was geben. Auch dort, es ist nicht ganz so einfach mit der Stärke. Langsam anfangen und notfalls noch etwas nachmachen oder möglichst nicht zu viel. Wenn sie dann zu fest ist, das ist auch nicht so. Und man muss sagen, es sind halt Naturfrüchte. Jedes Jahr ein bisschen anders. Die Kunst ist immer, dasselbe rauszubekommen. Einmal aufkochen, kleinschalten. Die brauchen nicht lange auskochen, weil Stärke hat nicht so einen Eigengeschmack. Der vermischt sich sofort. Ne? Bei Mehl ist es ein bisschen anders. Sie können das auch mit Mehl andicken, aber dort müssen Sie es länger auskochen lassen. Aber nehmen Sie lieber Stärke, glauben Sie mir, da kommen Sie besser. Ein kleines winziges Schluck noch rein. Und ich denke mir, und schon sind wir dort, wo wir wollen. Ich zeige es Ihnen gleich nochmal mit dem Löffel. So, sieht man das auch. Man kann das auch manchmal über den Rücken machen. Wie der gute Koch das immer so macht, weil es ist verdammt heiß. Ja, wie gesagt, wir haben diesmal sehr süße Früchte. Nichtsdestotrotz können wir eine kleine Prise Salz reintun. Einen winzigen Schluck Zucker machen wir trotzdem noch rein. Dann unsere frisch gepresste Zitrone. Sehen Sie auch vorsichtig damit, weil lieber immer nachgewürzt, als von vornherein falsch gemacht. Jetzt nehmen wir einen kräftigen Schluck Apfelsaft noch rein. Nochmal kurz aufkochen. Die Suppe sollte nicht zu süß sein,
je nachdem, wie man es mag, sollte einen kleinen Hauch, so einen ganz winzigen Hauch salzig schmecken, aber nur so hintenrum, das hebt einfach die ganze Sache an, vor allem den Fruchtgeschmack. Nicht zu viel Zitrone, sonst wird es auch schnell mal sauer und dann das wieder rauszuwirtschaften geht ziemlich schwer. Und Apfelsaft kann man schon noch nehmen, weil Apfelsaft hat auch immer eine gewisse Süße und bringt auch noch mal ein bisschen Säure mit rein. Ja, ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. Können wir ruhig noch mal einen kleinen Schluck reinmachen. So, das Ganze noch mal kurz verrühren. Wenn jetzt durch die Zutaten, was durch möglich sein kann, die Suppe noch mal zu dünn werden sollte, je nach wie man es möchte, kann man gerne noch mal mit Stärke nachhelfen. Aber wie Sie sehen, also bei der Suppe würde ich sagen, lassen wir das mal. Jetzt sind wir die Suppe eigentlich schon auskellfertig. Wir lassen sie noch ein bisschen ziehen und tun derweil mal eine Suppeneinlage vorbereiten. Dazu nehmen wir einen Apfel, einen Apfelausstecher. Der Apfel wird geschält. Sie können auch einen herkömmlichen Schäler dazu nehmen, funktioniert genauso gut. Ja, Sie müssen das nicht unbedingt ausstechen, aber es macht sich einfach besser. Dann kann man den Apfel auch vierteln und Stücken runterschneiden. Wie es beliebt, wie es am einfachsten geht, man sollte sich das nicht zu schwer machen. Kochen muss ja auch Spaß machen. Ja, kompliziert wird es von alleine. So, wir schneiden heute mal schöne Apfelringe. Wichtig ist, bei den Äpfeln macht es sich sehr gut, wenn die Zimmertemperatur haben und nicht zu kalt sind. Ja, weil wenn wir dann die Suppe darauf schütten, weil die werden nicht vorgewärmt oder nichts, dann kühlt sich sonst die Suppe schnell ab. Es macht sich auch immer gut, wenn man einen vorgewärmten Teller hat. Vorwärmen kann man die zum Beispiel schnell mal in der Mikrowelle, funktioniert. Ja. Oder einfach mal auf dem Herd kurz, oder es gibt verschiedene Möglichkeiten. Probieren Sie es mal zu Hause aus. Heißes Wasser kann man ebenfalls in so einen Teller reinfüllen, dadurch wärmt man den Teller auch an. Wärmer Teller ist gut für die Suppe. Ja, die wird es nicht so... Ein paar Apfelscheiben drauf. Und dann können wir schon die Suppe ausschenken. So, der Clou bei uns ist, wir machen etwas Zwieback rein. Einfach in die Hand nehmen. Einfach mal klack. Und einen Schluck zimmerwarme Milch. Die Milch tut diesen leicht manchmal kranken Geschmack oder diesen bestimmten Sachen, tut es einfach ein bisschen abmildern. Und Sie werden staunen, was das für ein Unterschied ist. Kosten Sie mal ohne Milch und dann mal mit Milch. Und schon haben wir eine wunderbare Suppe. Machen wir den Tellerrand schön sauber, ja, weil das Auge ist mit. So, nicht ganz so. Und so können Sie Ihre fertige Suppe Ihren Gästen servieren, selber essen, macht immer gut. Ja. Und viel Spaß beim Nachkochen. Denken Sie bitte dran, diese Suppe ist eine rote Suppe aus roten Beeren. Diese Suppe treibt Ihren Blutdruck nach oben. Passen Sie ein bisschen auf, aber in Maßen geht alles. Probieren Sie es einfach aus, versuchen Sie mal ein bisschen zu variieren. Ansonsten können Sie auch gerne zu uns kommen. Wir haben die Suppe ebenfalls im Angebot, zumindest im Winter. Ihr Gerd Richter. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de